Oh, ich will jetzt mal das Inventar leer machen. Pass auf, und das Huhn, was ich jetzt in der Tasche habe, ist tot. Dann kriege ich einen Schreianfall. Ich lese Regel schon mal leiser. Ja, bitte. Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Aufnahmesession. Subsistence Folge 252, Nummer Julia? 36. Genau. Mit Heiko. Übrigens in der 39. Aufnahmesession. Mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Hallo, ihr vier. Hi. Ja. Wie viele Aufnahmesession? Die 39. Alter, so oft haben wir uns schon gefunden. So oft haben wir uns schon rumgezockt hier. So viele Sonntage haben wir schon in den Sand gesetzt. Ja. Man soll ja alte Traditionen nicht brechen, ne? Mit Sonntagen. Doch, jetzt schon. Ja, wir hatten ja das Sneak Peek, wer bei uns im Discord aktiv ist, der weiß es. Und auch unter den Videos wurde kräftig gemutmaßt, was, wie und hätte nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Gummi, was weiß ich, Metall ohne Ende und so weiter. Ich hatte eine leise Hoffnung, hatte ich, dass es zu dieser Aufnahmesession schon da ist, aber naja, war nicht so, ne? Nee. Ja. Aber vielleicht bald. Wer weiß. Beim nächsten Mal vielleicht. Kann ja sein. So. In der letzten Folge war ja die Miri den obligatorischen Session-Abschluss totgestorben. Wie immer, ne? Ich hab heute wie so ein Gaffer die Kamera draufgehalten, hab mir das angeguckt. Ja. Yeah. Für diese Aufnahmesession, das gilt natürlich für alle, auch für Heiko und Manu, es wird nicht gestorben und Julia, du sowieso nicht. Ja. Das wird nicht gestorben. Übrigens mal eine ganz blöde Frage, so am Anfang, ne? Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich baue mir eine Plattform, was weiß ich, am Strand, ne, um darauf flüchten zu können. Ja. Und baue auf dieser Plattform noch so eine Leiter, also so eine Eckleiter, die so eine Etage mit der nächsten Etage verbindet. Ja. Damit der Bär da nicht draufkommt. Jetzt schieße ich einen Bär an, der kommt brüllend auf mich zugerannt, ich flüchte auf die Leiter. Kommt der Bär die Leiter zu mir hoch oder nicht? Nein, zu fett. Ja, hast du was mit? Denkste? Hast du brutal erlebt, ne? Am der hoch? Echt? Oh, scheiße. Am Dienstag in meiner Hardcore-Folge gucken. Am Arsch! Oh, fuck. Ja, hab ich auch gesagt. Bist du gestorben? Ehrlich? Oh Mann, das ist ja krass. Auf jeden Fall ist der Bär die Leiter hochgekraxelt. Ganz gemütlich, pfeifend und grinsend. Scheiße, das ist krass. Also ja, hat den nicht interessiert. So. Also, Gemüse ist oben, das lasse ich aber noch schön stehen. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. So, ich gerade auch meine. Das ist, glaube ich, die erste Schanta, die wir machen, ne? Ich mache es auch tatsächlich mal. Julia, ich wiederhole, ich sehe ein Wildschwein bei mir rumgeistern. Ja, dann werde ich mal wildschweinmäßig zu ihr rüberschwimmen gleich. So, da ist aber auch ein Bär und ein Wolf. Das ist ganz blöd. Ja, der Bär hängt bei mir oben am Berg fest gerade. So. Gott sei Dank. Der hat Bergfest. Party! Ja, genau, Bergfest. Party. So. Muss ich auch wirklich wieder gefühlsmäßig umschalten? Ja, ich habe auch tatsächlich jetzt nicht. Es wurde ja im Discord öfters mal gefragt, wer denn noch auf dem privaten Server noch spielt. Wollte ich letztens mal drauf, testweise. Hab das Passwort vergessen. Nicht dein wieder Ernst? Gefunden. Ja. Du hast doch ein Admin-Passwort. Ja, das habe ich vergessen. Denk doch einfach an Manu. Ja, hab ich. Hat nicht geklappt. Ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Es war, ja, irgendein Hund. Hör auf! Wo kommt denn dieses Wildschwein hier ins Wasser gelatscht? Ich meine, ich will dich ja sowieso holen, aber so eilig habe ich es doch jetzt auch nicht. Vor allem nicht im Wasser, ne? Obwohl, da ist es sauber wenigstens. Stimmt. Ah, aber wenn ich das jetzt schieße, dann rennt er zu dem Wolf. Was immer, dieses blöde Teil an. So, ich greife mich an im Wasser. Ja. Boah Gott, der Topilz geht hier hoch. Ja, ey, nur natürlich, ich muss dir jetzt hier, das ist ja wohl unfassbar. Mein Gott, ey. Der schießt wirklich.
Wo baue ich das? I have a Kotelett. Ein nasses, frisch gewaschenes Unterwasser-Kotelett. Ein Bretter, eine scheiß Spitzhacke, das ist auch so ein Ding. I see a Huhn. A Huhn, ja, warte mal. I see a Chicken. Komm her, Chicken. Ich wollte doch auch noch ein Hühnchen. Ich geb dir was ab. Beide habe ich genug. Ich glaube, ich gehe mal gucken. Vielleicht finde ich ja ein Huhn. Ich höre das Chicken. Du bist Level 10, ja, du musst jetzt sterben. Oh, das Arme. Ja. Oh. Ach, ja. Was macht denn der Bär? Dummes Gesicht. Hä? Vorsicht, Julia, bei mir ist einer oben am Berg, am Zaun und einer... Oh, der hat jetzt was Level 2-artiges getötet. Was Level 2-artiges? Alter Bär. Der hat, glaube ich, einen Bambi gerade getötet. Ja, das machen die. Vielleicht kannst du es dir ja schnappen, aber meistens geht das nicht. Nee, er sitzt noch drauf. Okay, dann vielleicht nicht. Runter. Ich gehe wieder nach Hause, Wolf. Du kannst da sitzen bleiben, wo du bist. Ich habe mein Hühnchen. Ich fände das ja klasse, mal so als Gimmick hier einen Mod einzubauen mit dem Popeye-Hühnchen oder so. Das futtert dann so eine Dose Spinat und verprügelt dann die Bären. Der Mickey hat mal spaßeshalber geguckt, ob es hier Mods für Subsistence gibt. Und hat eine gefunden, aber die ist schon 8 Jahre alt, also definitiv wohl nicht mehr. Jahre? Wie alt ist denn das Spiel? Ja, aber keine 8 Jahre. Alt. 8 Jahre ist das Spiel? Nee. 2016, immerhin, ja, auch schon. Die Zeit rast. Was? Warte mal, ich kann ja nochmal, ich guck mal ganz kurz in den Kommentar. So 8 Jahre ist... Ja, er hat geschrieben, hatte mal aus Spaß gegoogelt, hab tatsächlich eine Mod für Subsea gefunden, aber die ist schon 8 Jahre alt. Also Antwort eher nein. Weil wir hatten ja letzte Session darüber gesprochen gehabt. Mhm. Und das war sein Kommentar unter dem Video. Und wenn ich da nicht draußen bin, was hier? Ja, das finde ich gerade auch etwas verwirrend, aber. Eigentlich braucht das gar nicht, wa? Oh, der Vollständigkeit halber. So, ich vergesse, aber ich musste mich jetzt gerade wieder dran erinnern, dass wir die Sachen ja im Kühlschrank tun. Ja. Deswegen ernte ich auch nicht. Ich habe ja allerhand schon im Kühlschrank drin. Die Zwiebeln habe ich jetzt geerntet einmal. Ja, ich auch. Weil die jetzt fertig waren. Immer irgendwie zu wenig auch. Wenn ich das jetzt allen ernten will, dann ist der Kühlschrank platzt aus allen Nähten. Dann lasse ich erstmal stehen. Also mein Kühlschrank platzt nicht aus allen Nähten. Ich kann da ruhig noch was gebrauchen. Ja, also Veggie kann ich auch noch ein bisschen. Jetzt habe ich aber diesen aggressiven Bären hier vor meiner Tür, ne? Also, mach ihn weg. Ich muss noch einmal reparieren jetzt hier. So. Meine Waffen waren nämlich ziemlich hinüber. Klebstoff, Schrott. Also ein paar Kisten wären ja auch mal toll hier. Das sind gähnende Beeren. Was ist das? Meine Heidelbeere. Schrottbretter. So, die Magnum-Revolver reparieren. Wir brauchen blaues. Kann mir nicht merken, wie der Scheiß heißt, ne? Eine Kiste, aber eine Lockpick-Kiste. Ja, dann nehmen wir die, ne? Ist ja auch nett. Denk, zum Beispiel. Denk, ja, genau das. Nee, was wie heißt das? Weiß ich. 2 Eisenbarren und Eisensplitter. Sehr schön. Ein Elch. Die Welt bedeutet. Welches Level bist du denn? Zeig mal. Was? Zeig dich. Level 3. Ja, tschüss, ne, Kollege. Mach's gut. Die nimmt Julia aus dem FF. Nee, Level 3, nee. Ich schieße lieber Pumas als Elche. Also Elche schieße ich gar nicht so gerne. Aber hier kann man wenigstens Hühner schießen. Die rennen nicht schon weg, bevor sie überhaupt in der Renderdistanz sind. Ah, da ist ein Hühnchen. Sisse? Das ist verzweifelt. Das sag ich dir. Aber richtig. Ja, könntest du umbringen? Könntest du bitte wieder da hoch, den Berg hochlaufen, nach oben bitte? Das ganz Hühnchen weit. Das war doch gerade ein Hühnchen, Mensch. Was ist denn? Weg Hallo. Von meinem Haus und meinem Berg. Danke. Mein Bärsch. Mein Haus, mein Bärsch. Mein Schneehäufchen hier.
im Winter. Könntest du bitte... Natürlich ist das blöde. Manche frieren so sehr, die machen im Winter Schneehäufchen. Akun. Echt? Der kommt auch noch näher, ne? So. Noch ein lebendiges Hühnchen. Auf jeden Fall müsste ich in dieser Session mal wieder ein bisschen was gucken. Jep, das mache ich ja, immer nachts. Ja, das muss ich auch. Das tut er jetzt nicht wirklich machen, oder? Er kommt jetzt hier gerade nicht hochgeklettert. Hat er Klettereisen in der Hand? Ich weiß es nicht. Stand oben auf meiner Treppe vom... Ich glaube, ich mache heute Flucht. Was heißt das denn? Standard. Ich fliehe in andere Richtungen. Hast du den Bären gehört? Wo ist er? War doch eben ein Hühnchen. Wo ist denn das? Die Flucht übers Wasser. B. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt definitiv noch mehr Zeug sammeln und horten. In weiser Voraussicht. Ja, ja. Wir wollen alle Auto fahren? Nein, Quad. Da war ganz anders. Ja, wenn man nur wüsste, was man sammeln muss. Also, ich denke mal, Eisen und so wird ja wahrscheinlich. Und da kommen bestimmt auch diese Platten da, diese. Weißt du, diese für die Karosserie oder sowas, ja, genau. Würde ich tippen, dass man die braucht. Ja. Denk die ich ja auch. Immer so gerne Schredder stecke. Ach, ist das schön einfach. Das ist ein blöder Wolf, der hier gerade noch rumgelatscht ist. Ich habe da schon reichlich von in den Schredder gepackt. Also, wenn die doch so richtig brauchen. Ja. Weil ich die ja halt so nicht benutze. Ich finde die eben nicht so schön, aber das werde ich auf jeden Fall auch bewahren. Das hört doch alles mit. Das ist der Puma, den will ich jetzt auch nicht. Ich will nur die Kiste. Du willst den Puma nicht? Hast du Aua? Ich will sagen. Puma hat Aua. Nee. Puma hat gleich Aua. Mein Inventar ist ganz randvoll und das ist ein Level 3er. Und da geht es nur hin, nee, wenn das Inventar auch dann auch leer ist. Ne? Boah, du bist gerade eben erst losgelaufen, dein Inventar ist schon randvoll. Ich habe hab keine Kiste, aber eine Lockpick-Kiste. Also keine normalen Kisten, aber eine Lockpick-Kiste. Ja. Aber die war gut. Normale Kisten sind, aber Schrott ist da. Schrotti. Wieso finde ich hier so viel Schrott? Man braucht bestimmt für dieses Auto Schrott. Jede Menge Schrott. Ich habe ein Bär und eine Erdbeere. Spart ihr schon für ein Auto, was noch gar nicht drin ist? Leute, ihr könnt ja auch schon mal für den Hubschrauber sparen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wann der kommt, aber sparen kann man ja schon mal dafür. Ja. Du wirst diejenige sein, die bettelt, dass sie hinten drauf kann. Das mache ich grundsätzlich immer, nicht nur beim Quadfahren. Oh Gott. Oh, Bilder in meinem Kopf. Huckepack. Ich glaube, da wurde gerade... Immer hinten drauf. Ein Reh erlegt. Nicht hinten drauf. Meine Schwester, die Polizist. Bär. Hast du gerade das Hühnchen geschossen? Ja. Hast du es getroffen? Ja. Getroffen. Jetzt flog an meinem Ohr ein Pfeil vorbei. Hast du jetzt im Mittelohr entzündet? Das war ein großes Ohr. Besser als im Ohr. Ich hörte es nur. Oh, ey, nervt ihr vielleicht rum, ihr blöden Wölfe. Überall stehen sie rum. Ja, ich hab bei Heiko da hinten ist ein schöner Stein mit ganz viel Erz dran. Mhm. Der steht da immer noch mit ganz viel Erz. Ach so, weil er Besuch hat. Okay. Eine nicht. Da sind schon wieder die ganzen mehrere. Clans voran. Das ist wirklich. Oh Mann. Da werde ich hier nicht finden, ne? Zu den Weg freischießen. Ah, Huhn. Einstehen. Und ich wäre ein. Aber nicht in Subsistence. Echt nicht. Nein, viel zu gefährlich.
Ja, es lebt auch. Schön, dass ich so weit weg bin. Na, ist ja, ich versuche das auch, dieses aber blöde Kackhütchen es lebt tatsächlich. Lebt natürlich. Jetzt aber ab nach Hus. Das muss ich rennen, sonst verreckt es in meiner Tasche. Willkommen im Club. Ich kann aber nicht rennen. Ich kann zwar rennen, aber da stehen natürlich Wölfe im Weg. Aber da habe ich jetzt kein Mitleid. Die werden jetzt konsequent weggeschossen. Also hier, du rennen. Oder ich. Atme, Baby, atme. Atmen, ja. Ach so, Mund-zu-Mund-Beatmung. Wenn das in deiner Hosentasche ist, solltest du dich mit Flatulenzen jetzt ein bisschen zurückhalten. Das könnte die Lebenszeit verkürzen. Nicht die andere Seite, ja? Jetzt mal gucken, wo sie lang. Da. Boah, schon wieder hier Bäreninvasion, ne? Meine Herren. Kannst du ja auch mal versuchen, ne? Weil mein Hühnchen hatte nämlich gerade schon Level 8, da braucht mal bald Ersatz. Ja, eben, meinst du, war schon. Oh, hier ist noch eins. Soll ich mal ja. Versuchen wir mal. Habe ich zwei in der Hosentasche. Also, du bist natürlich tot. Da wollen nicht die Blaubeere anklappern. Oh, nix, echt. Ja, jetzt geht aber meine Ausdauer auch langsam in die Knie. Oh. Da ist nix gut. Ich hab ein liebiges, wenn ich das zweite dann eben auch noch kriege. Ich hab zwei. Eins habe ich noch. Jawohl. Eins ist tot, eins ist liebig. Scheiße, jetzt war mein Inventar voller. Dieses Dreckshuhn. ich hab's wieder rausgeschmissen. Das ist ja. Dann. Dann abgehauen. Drecksi. Einmal Flummihuhn und tschüss. Mann, Schatz. Die raffen das auch sofort, die zögern nicht einen Moment, die sind auch nicht für einen Moment verwirrt, die rennen sofort los. Ich komm gleich mit Knüppel, dann ist es verwirrt, glaub mir das. Ja, aber du bist erstmal verwirrt und das nutzen die aus. So ein Mist. Oh, ich will jetzt das Inventar leer machen. Pass auf, und das Huhn, weil ich jetzt in der Tasche habe, ist tot, dann krieg ich einen Schreianfall. Ich lese Regel schon mal leiser. Ach ja. Keine Ausdauer mehr. Mann, renn jetzt! Der, das Huhn ist tot. Das Huhn ist tot. Das Huhn ist tot. Aiko. Das Huhn ist tot. Aiko, echt. Du hast meine Flugschneise zu. Oh, es lebt, es lebt. Musst du jetzt außen rum fliegen. Eine Einflugschneise hat. Ah ja, Schwein gehabt. So, und hier ist noch ein gewesen. Die Durchflugschneise ist zu. Ja. Musst du jetzt auf dem Steg lang fliegen. Ach so, da hab ich doch. Also habt ihr auch schon gemacht, hä? Ne? Ah, Lockpick. Ah. Scheiße. Ich hab ein totes und ein lebiges Huhn. Ein lebiges? Ein lediges. Ich habe nämlich noch nie einen Hahn gesehen hier. Nee. Ich habe drei tote Hühner. Warum machst du das? Du hast drei tote Hühner. Ja, aber ich meine, das kann ich verstehen. Die haben wahrscheinlich Suizid begangen. Die sterben mir ja alle unter den Händen weg hier. Wer hat dich denn geschossen? Ja, die Manu. Mach lieber Selbstmord, das ist gnädiger. Okay. Töten. Hörst du in der Tasche? Knack. Deine Tiere nicht gefüttert, oder was? Wer? Ja. Du. Oh. Ja, dann wären sie doch nicht tot. Nee, ja. Ja. Nicht. Ja, aber, ne? Die sterben unter meinen Händen sofort. Also. Ja, dann? Merke, niemals Manu treffen. Ja, vielleicht sollten sie nicht mit Mineraldünger füttern. Ach, soll man das nicht? Nee. Dann kann das passieren, dass irgendwie sich die Lebenszeit drastisch verkürzt. Was und genießbar sind sie das dann auch nicht jetzt mehr. Auch so, jetzt esse ich erstmal hier so eine. Ja, ess du mal. Hau rein, Koslowski. Boah, ich genieße das total. Ich kann hier aus meiner Tür raus, kann links und rechts gemütlich am Strand entlang laufen. Das ist so ein Unterschied. Ja, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch anders im Gefühl. Sonst sind wir nur auf den Brustwarzen gelaufen hier. Mach das Kopfkino aus. Warum? Lass mich! Oh, wei, wei, wei.
So, es ist halb zwei. Oh, Hände waschen sehe ich gerade. Hatte ich das noch nicht gemacht. Das kann aber leicht mal ins Büchschen gehen. Oh ja. Da war ich gar nicht am Klo. Das weiß man nicht so. Vielleicht hast du deine Tage. Sieht so aus. Man weiß es nicht mehr. Ich wollte mir doch so ein... Hier ist ja noch ein totes Huhn. Wo kommen denn diese ganzen toten Hühner? Wie viele tote Hühner habe ich denn hier? Das ist doch nicht mehr laut. Mineraldünger. Nein, und die trinken keine Gülle. Nicht freiwillig. Das ist nicht Club der toten Dichter, sondern der toten Hühner. Müsste ich, ne? Gib mir mal so ein Süppchen hier. Hingesetzt, so habe ich da jetzt eine ganze Platte sitzen. Und dann, ja, das war jetzt nicht so gut. Ich habe hier Zwiebelrahm und was ist denn das? So. Zwiebel. Dann fange ich mal an. Womit? Ein little bit kochen. Aber das mache ich in der Nacht. Ja, ich fange schon mal an, das dauert immer so lange. Ja, das weil Ströme auch. Müsste ich da eigentlich genügend haben. Ja, das sieht gut aus. Da muss noch mal ein bisschen Wasser rein. So, das tun wir mal hier. Hubbel. So, der Lieb. Dann wollen wir denn eigentlich überhaupt mal ganz runtergehen da in diese Lava. Wenn wir genug Wasser haben, ne? Also nicht. Na doch. Ja, weil irgendwann, ne? Weil da kriegt man ja auch ganz viel Stuff teilweise. Es lebt. Es lebt. So, jetzt gucken wir mal hier. Da haben wir 36. Oh, ich denke mal 3. Dann mal 2 versuchen. Mal machen. Das könnte ich eigentlich mal machen. So. Ah ja, eine noch. Hab ich hier eigentlich noch was drin? Na, Rennhase Rudi Rüssel. Rennhase Rudi Rüssel. Ich weiß, das ist ein Schwein. Ich weiß. Na, also. Ich finde Rennhase Rudi Rüssel auch sehr interessant. Mm-hmm. Ja. Na gut, dann eben Roger Rabbit. Roger Rabbit. So, mal gucken, ob die Hühnchen noch zu essen haben hier. Ach, ist ja nur eins. Stimmt, die anderen waren ja tot. Die brauchen wir essen. Ich hol dir einen Freund, warte. Ist zwar ein bisschen tot, aber ich hoffe, Rigor Mortis stört dich nicht so sehr. Kackbratzenbär, ich weiß, dass du mich gebrochen hast. Ey, mach nicht mein Käfig kaputt, du Schweineteil, du! Dafür was hatte ich mal für einen Titel gemacht? Ich stinke weiter, als ich schießen kann, oder so. Weil die Hühner schon weggelaufen sind, da waren die noch gar nicht in Schussweite. Und schlecht. Da musste ich selber drüber lachen. Nicht schlecht. Moment. Nee, oder? Doch. Ach, schon wieder so eine Töle, ey. Boah. Hau ab, ey. Du gehst mir so auf den Kasenkel. Kasenkel? Was ist ein Kasenkel? Eine Abkürzung. Das ist ein gewollt und nicht gekonnt. Na, lebst du? Du lebst! I'm living, aber nicht mehr lange. So, dann habe ich 3 Hühnchen, das reicht, ne? Also, das ja, geht. Cool. So. Das
Ach, die Eier sind mir wurscht. Hauptsache, ihr macht Hühnerdreck und gebt was und gebt hier ordentlich mal einen schönen Schinken. Ja, ist keine Wurst. Schinken? Was heißt Schinken? Dann läuft hier wie am Schnürchen. Oder Schinken? Ich sagen. Also, ich hab Schinken gesagt, Schenkel gemeint. Willst du mich jetzt heute foppen oder was? Was heißt hier heute? Was? Nein, niemals. Natürlich. Ach, ups. Nein, nein. Ab und zu? Habe ich eigentlich schon einen Hühnerstall? Weiß ich nicht, muss mal nachgucken. Hast du nicht sogar 2? 3, 4, 5? So, sag mal, es ist Nachmittag, ne? Überlegen mal. Also dafür, dass das die erste Folge ist, bin ich heute schon recht produktiv hier. Ich auch. Ja, was ist los bei uns? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich hab schon Elschikett. Ui, hi, hi, hi. Ui. Und war so ein Level 3, denkt man, war eine Familie letztes Mal bestimmt. Der war ein bisschen blutig. Das Ding an der Sache ist, du killst ein Level 3 Elch. Ach ne, ich hab Level 3 Elch gesehen. Los, Manu lässt ein Level 3 Puma los. Was ist los? Irgendwie. Level 3 Puma bin ich immer so ein Mist. Kann mal jemand das Tauwerk aus seinem Gesicht wischen? Die ist schwierig, ne? Was ist denn los heute? Hast du denn ein Dreigetier oder was? Aber es wird auch dunkel. Ich habe gerade überlegt, ob ich doch nochmal meinen Freund das Kätzchen besuchen gehe, aber. Jetzt in der Nacht. Schwierig. In 4 Minuten hast du es nicht geschafft. Ein Huhn. So, jetzt. Todes. Du bist fällig, aber sowas von. Sag ihm nicht sowas, dann fällt er gleich tot um. Echt, ey. Es hat ja keinen Sinn. Es ist tot. Ja, die hat dich gerade gewarnt, Manu, ist zu sagen. Ja, aber meine Ratschläge werden wieder nicht angenommen. Aber es ist trotzdem tot. Meine Ratschläge werden einfach nicht angenommen. Doch, doch. Dann musst du Flickflacks machen, wenn Ratschläge nicht angenommen werden. Ja. Ah, Kiste. Lachwitz-Challenge. Nein. Heute nicht. Wenn die Bären blau sind, dann musst du dir nicht so viel Schnappes geben. Schnappe? Ach, die Äpfel müssen ja im Kühlschrank stehen. Ja, oh. Zu essen. Nein. Es wird nicht dunkel. Es ist... Ich hab gesagt, 4 Minuten. 4 Minuten? Das ist doch keine 4 Minuten hier. Dein Uhr geht falsch. Die Uhr geht zum Mond. Zum Mond, ja. Auf. Ab zum Mond. Zack, so, jetzt geht's zur Sache hier. Nee, zum Mond. Nee, zur Sache. Ja, so langsam muss ich neue Kisten bauen, ne? Also, was brauchen wir denn da? Hier brauchen wir noch. Ja, finde ich auch mal. 2 Kartoffeln und 2 Mörkes. Mörkes. Tu mal lieber die Mörkes. Was sagt hier eigentlich mein Strom und so weiter? Mein Strömig ist voll tatsächlich. Guck an. Nein, meiner nicht. Ich hab schon reichlich geschmolzen. Ja. Eisen und so. Ich hab keine Zwiebeln? Doch da, ich dachte schon, ey. Das wär ich. Ich dachte jedes Mal, ich hab keine Zwiebeln. Oh. Hast du nicht letztes Mal, da war das nicht letztes Jahr, wollte ich gerade sagen, ne? War doch letzte Session auch so, dass sie ihre Zwiebeln... Ja, weil die habe ich wahrscheinlich an einer komischen Stelle bei mir im Kühlschrank, dass ich immer denke, ich habe keine. Aber ich habe. So. Rausgehen lohnt sich wohl eher nicht, ne? Rausgehen? Nee, jetzt nicht mehr, denke ich, ne? Dann werde ich mal gucken, dass ich hier... das Futter noch mal nachtun. Kartoffeln kann ich, glaube ich, auch schon jetzt durch. Ja, die sind schon. Da fehlte ja nur noch ein Millimeter an meinen Tüften. Level 9 Huhn, gib mal ein bisschen Gas. Ich möchte dich braten. Lass doch schön Zeit. Kann dich auch nicht leiden. Wolltest du hier Ersatz leisten? Schaffst du nicht. Mit ein bisschen Spucke schiebe ich dich auch noch rein in meinen Ofen. Oh Gott. Ah, ja.
Also, ich hätte nichts gegen den Ofen, aber gegen die Spucke schon. Ach, du musst nicht so empfindlich sein. Sabber. Das mache ich, ja, das mach ich, damit mir keiner was klaut. Ich leck alles an, ist meins. Ja, ja, ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ach, machst du das auch so, ja? Ja, ja. Das mache ich auch so. So, ich hau jetzt mal den ersten das erste Brathähnchen rein. Sieht ihr? Oh, das schon. Und dann werden hier nochmal meine Hühnchen kriegen noch leckere Tomate. Das hat 1, 2, 3. Guck mal, wie die sich freuen. Die kommen gleich angelaufen. Die wissen ja nicht, was denen blüht. Und die müssten ja auch sagen. Ihr seid so gemein zu mir. Nein. Erste Folge und die waren tatsächlich alle. Sogar Miri. Boah. Nein, wirklich alle. Sogar Miri sehr produktiv. Bei Miri habe ich gehört, sie hat gebaut. Heiko hat einen Elch. Manu hat eine Lockpick. Ich hab auch Lockpick. Mhm. Julia hat ein Wildschwein. Stimmt. Und ich habe tatsächlich 3 Hühner. Nichtsdestotrotz wird die Folge heißen Club der toten Hühner. Kann ich jetzt schon mal teasern. Kann unsere Julia schon fleißig mitschreiben. Wenn die euch die Folge gefallen hat, lasst einfach mal ein Däumchen drunter. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss. Tschüss.